Mein Name ist Nadine Wiese, ich bin 25 Jahre alt. Ja, Schule abgebrochen nach der 10. Klasse und habe dann aber nach meiner Ausbildung nochmal das Abitur nachgeholt und habe jetzt eben die Hochschulreife, die allgemeine Hochschulreife. Ich habe die Ausbildung zur Erzieherin gemacht, die ging 4 Jahre lang und war eine absolut coole Zeit und genau das Richtige für mich zu dem Zeitpunkt. Ich war zwar noch sehr jung, aber es hat mich sehr geprägt und hat mir viel gebracht. Meine Ausbildung, die war ja sehr schön. Also ich habe viel erlebt, ich habe viele Menschen kennengelernt, ich habe ja viel mit Kindern zu tun gehabt, von 0 bis 15. Kinder mit Behinderung waren auch dabei und ja, viele interessante Menschen kennengelernt, viele schöne Dinge, auch teilweise nicht so schöne Dinge. Gerade was die Arbeitsbedingungen angeht, habe ich schon damals in meiner Ausbildung kennenlernen müssen. Und ja, aber an sich war die Ausbildung toll. Also wir hatten Fächer wie Spielen und Musik und haben Gitarre gelernt und also ganz vielseitige Ausbildung war das, ja. Ja, inhaltlich war der Schwerpunkt auf Pädagogik, also wie ist der Umgang mit Menschen, gerade so Sachen wie aktives Zuhören, Ich-Botschaften und ja, so Fachlichkeit, auch ein bisschen Psychologie dabei, die Menschen verstehen, Bedürfnisse erkennen, wie kann man Empathie zeigen, wie kann man auf andere Menschen eingehen. Sowas haben wir gelernt, aber eben auch technische Sachen, wie führt man eine Spielanleitung durch, wie mache ich eine Bilderbuchbetrachtung. Das muss man auch erstmal richtig lernen, damit das auch spannend ist für das Kind. Und man unterschätzt den Beruf Erzieher immer so ein bisschen und sagt, ja, Kaffee trinken und mehr machen die ja eh nicht, aber eine richtige Erzieherin, die macht Projekte und Angebote und gestaltet den Alltag des Kindes schön. Ja, ich hatte mal ein ganz tolles Projekt, das war Spielzeugfreie Woche. Das heißt, ich habe dann mit den Kindern, ich habe es tatsächlich geschafft, dass wir absolut keine Spielsachen mehr im Raum hatten. Und ich habe die Kinder dazu inspiriert, einfach mit Naturmaterialien, mit Alltagsgegenständen wie leere Klopapierrolle oder ja, Stühlen, Decken, Tische, ein Spiel zu finden. Also, dass man ganz auf dieses materielle Plastikzeug verzichten konnte und einfach mit Alltagsgegenständen sich eine schöne Welt schaffen konnte. Das fand ich ein sehr spannendes Projekt. Was habt ihr sonst noch so gemacht in dem Kindergarten alles? Also wir haben im Kindergarten neben Projekten und so Angeboten wie Bilderbuchbetrachtung oder irgendwelche Kunstprojekte haben wir Wanderungen gemacht, also im Wald, wir sind oft in den Wald gegangen oder wo ich jetzt hier in Stuttgart gearbeitet habe, in die Wilhelma, haben halt auch immer themenorientiert gearbeitet, zum Thema Frühling was gemacht, irgendwelche Blumen eingepflanzt. Oder sind auch mal auf Spielplätze gegangen, das fanden die Kinder ganz toll, obwohl wir einen eigenen Spielplatz hatten, aber wenn man dann auf den großen Spielplatz konnte, das war dann nochmal was Besonderes. So, solche Sachen haben wir gemacht. Fähigkeiten, die man mitbringen sollte. Ja, man sollte offen sein für Menschen und ihre Stärken und aber auch Schwächen, weil nicht alle Menschen sind gleich stark und auch zu akzeptieren, dass manche etwas mal nicht können und Geduld haben und ja, Empathie sollte man mitbringen können und Nerven, gute Nerven, weil das kann schon auch sehr laut werden, es ist schon auch ein anstrengender Beruf. Kinder sind süß und lieb, können aber auch anders und jedes Kind bringt sein Päckchen mit und darauf individuell einzugehen, das ist auch immer nicht so einfach. Das Schöne an meiner Ausbildung war die Liebe und einfach die Freude, die die Kinder einem entgegengebracht haben. Es gab auch mal harte Zeiten, aber dann, wenn ein Kind einfach mal herkommt und dich umarmt hat, einfach so und gesagt hat, Nadine, du bist so toll oder das macht so Spaß mit dir, das war einfach das Schönste, was man bekommen konnte bei dem Beruf.